Crab Cakes. Ich wollte euch in diesem Video zeigen, wie ihr aus ganz normalen Fake Plugs Ohrstecker machen könnt. Seit kurzem arbeite ich ja mit Crazy Factory zusammen und dort gibt es die Crazy Crabware Kollektion. Und ich habe netterweise ein paar Fake Plugs natürlich auch geschickt bekommen, weil ich selber keine Tunnel trage. Mir ist aufgefallen, wenn ich etwas länger Fake Plugs trage, dass mir nach einer Zeit die Ohrlöcher ziemlich wehtun, weil dieser Stab hier in der Mitte bei den Fake Plugs ist natürlich dicker als bei normalen Ohrsteckern. Deswegen wird das Ohrloch die ganze Zeit so minimal gedehnt und weil ich ja eine kleine Mimose bin, kann ich das nicht lange aushalten. Deswegen habe ich mir überlegt, wie kann ich diese super tollen, mega geilen, besten Fake Plugs ever tragen, ohne dass ich rumheulen muss, damit die Ohrlöcher wehtun. Deswegen habe ich mir überlegt, ich mache daraus einfach Ohrstecker und wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. Ihr braucht natürlich Fake Plugs, Sekundenkleber, Ohrsteckerteile und Verschlüsse. Ich hab da mal was vorbereitet. Zuerst nehmt ihr euch das Fake Plug und schraubt das Ding da unten ab. Dann nehmt ihr euch eine Zange und haltet das Pinökelchen fest und schraubt das andere Ding ab. Auf das Ohrsteckerteil kommt dann ein bisschen Sekundenkleber. Den Pinökel auf das Oberteil von dem Fake Plug drücken. Verschluss drauf und fertig. Das war's auch schon mit meinem Do-It-Yourself-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und das ist übrigens das Ergebnis. Total einfach zu machen. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und vielleicht hatte der eine oder andere ja auch Probleme mit Fake Plugs und kann dieses Problem so beheben. Bis zum nächsten Mal.